für Steadicam arbeiten oder arbeiten mit Wobbleheads und ähnliches, kann man den Sucher sehr leicht an eine andere Position stellen oder komplett abnehmen. Hierzu drückt man auf den Knopf hier hinten, zieht den Stecker ab, öffnet den Sucher, die Suchersicherung, kann den Sucher rausziehen und kann ihn jetzt, das Kabel ist lang genug, in andere Positionen an der Kamera bringen oder eben auch für die Steadicam-Anwendung komplett abbauen, weil dann habe ich ja meinen Steadicam-Monitor. So spare ich sehr viel Gewicht und Stromverbrauch im Kamerakopf. Die Kamera hat B4-Mount und kann deshalb mit allen Festbrennweiten und Zoom-Objektiven mit B4-Mount ausgerüstet werden, aber auch mit Standardobjektiven. Um Ihnen ein Gefühl für die unterschiedliche Qualität von Objektiven zu geben, haben wir einfach mal ein paar Vergleichsaufnahmen gemacht. Standard-Zoom, Standard-SD-Zoom, Cine-Style-Zoom, Fotofestbrennweite mit Adaption und Sie können selbst vergleichen, wie verschieden die Objektive besonders in ihren Grenzbereichen sind. Achten Sie bei allen Vergleichsbildern insbesondere auf die Bildränder und die Schärfeverteilung zwischen Zentrum und Bildrand sowie bei den anderen Vergleichsaufnahmen auch darüber, wie wir beim Festobjektiv, beim Scharfstellen überhaupt keinen Pumpeffekt haben, bei den Cine-Style-Objektiven einen kleinen Pumpeffekt und bei den SD- und normalen HD-Objektiven haben wir natürlich einen größeren Pumpeffekt. Nachteil der Zoom-Objektive. Beim Arbeiten mit High Definition ist es sehr wichtig, ein ganz sauber eingestelltes Auflagemaß zu haben. Um das zu erreichen, leuchten wir so aus, dass wir die Blende komplett öffnen können, fahren an den Siemensstern ran, stellen den Frontfokus ganz scharf, zoomen das Objektiv komplett auf und stellen jetzt im Backfokus das Auflagemaß ein. Wichtig ist, diesen Vorgang mehrmals zu wiederholen, doppelt so oft, wie man es bisher bei SD typischerweise gemacht hat. Das kann also durchaus 10, 12, 15 Mal sein, bis wirklich das Auflagemaß präzise steht. Wenn wir die Optik ansetzen, müssen wir darauf achten, dass wir alles sehr stark befestigen, insbesondere bei Cross-Shield-Universal-Adaptern, müssen wirklich die Schrauben festgedreht werden. Was dann ganz wichtig ist, ist, dass wir darauf achten, dass das Kompendium wirklich exakt eingepasst wird. Sonst kann es zu so bösen Überraschungen führen wie dieser. Wenn Sie cinemaskopisch drehen wollen, hat man grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Einmal wie hier einen Anamorphoten mit dem Faktor 1,3 zu benutzen. In diesem Fall benutzen wir einen Panasonic anamorphen Vorsatz vor einer Canon Cine Prime. Ich persönlich bevorzuge, pixelnativ zu bleiben und die Optiken sphärisch zu benutzen bzw. sphärische Objektive und stattdessen den Sucher abzukleben vor den Monitor am Drehort, zwei Streifen zu kleben und hinterher in der Post das Bild zu kroppen. Die Kamera hat vier Tonspuren und vier körperliche Toneingänge.
Einmal hier vorne fürs Frontmikrofon bzw. hier unten. Hier ein Schacht für einen Empfänger und hinten zwei XLR-Eingänge, an denen SQN oder Mikrofon angeschlossen werden. Immer darauf achten, dass wir diese kleinen Schalter hier hinten in die richtige Stellung bringen. Also Line, wenn das SQN dran ist, beziehungsweise Mikrofon oder Mikrofon 48 Volt, wenn ein entsprechendes Mikrofon angeschlossen wird. Die Tonkanäle können hier geregelt werden. Ganz wichtig ist, wenn man SQN hinten anschließt, dass dieser Regler hier, der Audioregler, auf Rechtsanschlag steht. Wenn man zum Beispiel feststellt, man gibt den 9 dB Ton drauf und die beiden Regler sind nicht in gleicher Stellung oder ein Kanal geht gar nicht, liegt es meistens daran, dass dieser Regler hier auf Linksanschlag steht, zum Beispiel weil jemand eigentlich das Monitorlevel runterdrehen wollte und aus Versehen den erwischt hat, ist ein Fehler, der vergleichsweise häufig passiert. Als weitere Anschlüsse auf der Rückseite haben wir hier die XLR-Buchse, um die Kamera mit Strom zu versorgen, nämlich entweder über Netzteil oder über Akkugurt oder über Steadicam. Wie gesagt, immer darauf achten, wenn wir Steadicam oder Akkugurt benutzen, hier die Abschaltspannung entsprechend auf den jeweiligen Akku einzustellen. Diese Sachen finden wir meistens im Beipackzettel, wo die günstigste Abschaltspannung für die Batterie liegt. Weiterer wichtiger Eingang hier hinten ist der Remote-Eingang. Am Remote-Eingang können wir eine OCP anschließen und können an der OCP die Farben einstellen, Gain einstellen, praktisch alle Parameter, Details, Kindetail, alles kann so sehr, sehr schnell eingestellt werden und ist am Drehort sehr hilfreich und spart sehr viel Kosten in der Post, wenn man eben ganz schnell die Farbe für die jeweilige Szene nehmen kann, die man braucht. Da ist natürlich ein ganz großer Vorteil, dass wir bei der Editcam praktisch im Material ganz schnell navigieren können. Also wir können, indem wir hier auf diese Knöpfe drücken, von Szene zu Szene springen und können so auch exakten Anschluss finden, wenn wir die Farbbestimmung für die nächste Szene machen. Was wir hier noch haben, ist ein USB-Anschluss, in dem man entweder ein USB-Keyboard oder aber auch, wenn die Kamera mit einem Proxyboard ausgestattet ist, hier die Proxy-Daten auf einen kleinen Stick überspielen kann. Die Schaltergruppe hier vorne ist praktisch selbsterklärend. Ich kann hier also zwischen Kamera und Farbbalken den verschiedenen Verstärkungen, den verschiedenen Weißabgleichen umschalten. Ich habe hier die Retro-Loop-Funktion. Wichtig ist hier vorne, da mache ich den Auto-Weiß- und den Schwarzabgleich. Wenn ich also hier den Auto-Black kurz antippe, macht die Kamera in Schwarz. Wenn ich den Auto-Black-Schalter etwas länger berühre, dann macht die Kamera ein Auto-Black-Shade, sorgt also dafür, dass das Bild von oben links bis unten rechts wirklich ein total sauberes Schwarz bekommt. Auf der Rückseite der Kamera haben wir den HD-Ausgang, um zum Beispiel einen HD-STI-Monitor anzuschließen. Wir haben Genlock-Eingänge, um die Kamera in Mehrkameratrieb zu benutzen. Wir haben Timecode-In und Timecode-Out, um bei separater Audioaufzeichnung hier Kamera und Tongerät in Bezug auf den Timecode zu synchronisieren. Wir haben hier noch einen Slot für die Memory Card, wo also jeder Kameramann seine Daten abspeichern kann. Auf der Rückseite der Kamera haben wir nochmal einen Monitorausgang. Bei diesem Monitorausgang steht entweder ein farbiges FBAS-Signal, zum Beispiel für den Monitor an der Steadicam zur Verfügung, oder ein schwarz-weißer HD-Monitor, um zum Beispiel hier die Schärfe genau beurteilen zu können. Wenn wir am Set keinen Monitor haben, haben wir noch die Möglichkeit, diesen kleinen Hilfsmonitor zu benutzen, um Material zu sichten, auf Anschlüsse zu achten und ähnliches. Hierzu drücken wir Shift und berühren den Monitor kurz. Dann haben wir ein kleines Ausschnittbild, das wir auch vergrößern können. Natürlich ist dieser Monitor auch zu benutzen, um Szenen vom Flashback abzuspielen, um von Szene zu Szene navigieren zu können. Und so haben wir hier halt auch noch die Möglichkeit, diesen Monitor einzusetzen. Aber ganz schnell hat man auch wieder das normale Display angewählt.